Konzept, das wir eben dieses Jahr verstärkt bei der Luxury Please verfolgen, ist eben, dass wir ein bisschen wieder auf die Tradition zurückgehen möchten, schauen möchten, den Aspekt auf Wien legen, auf die österreichische Umgebung. Sie sind also die Hoflieferantin von der Sissi. Wir waren sie. Jetzt ist sie ja leider verstorben, aber wir sind sehr froh, Hoflieferanten zu sein, in jedem Fall. Und was haben Sie da so heute? Gibt es ja keine Höfe mehr? Doch, es gibt Höfe in Malaysia. König von Malaysia haben wir betreut, haben den ganzen Palast eingerichtet. Es gibt auch in England der königliche Familie, wo wir für die Mutter von der Lady Di arbeiten durften. Wir legen sehr großen Wert auf Qualität und ich glaube, dass man das hier auch spürt. Und ich glaube, das ist auch im Grunde genommen die Zukunftsvision hier, was die Luxury Please betrifft. Wir leben heute in einer Zeit, wo sehr viel über Krisen gesprochen wird und Sparen und so weiter. Und ich glaube, dass hier der Qualitätsbegriff in Zukunft noch einen wesentlich höheren Stellenwert bekommen wird. Ja. Das ist eine Replik der Saliera, des berühmten Salzfasses von Benvenuto Cellini. Und das Original wurde 1540 für François Premier in Paris gebaut, kam dann später in Habsburger Besitz und in den 1960er Jahren haben wir ein Stück für die Queen Elizabeth gefertigt.